Name ist Thomas Böhm. Ich arbeite hier am Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik an der Erforschung des Immunsystems. In meiner wissenschaftlichen Arbeit habe ich ja begonnen mit dem kranken Menschen, wenn man so will. Und mir ist dann mit der Zeit klar geworden, dass das bessere Verständnis der Krankheitszustände beim Menschen eigentlich nur erreicht werden kann, wenn man das Spektrum etwas erweitert und den Blick erweitert und eben schaut, woher wir eigentlich kommen. Wir vergleichen das Immunsystem verschiedener Spezies bis zu solchen Tieren, von denen wir wissen, dass sie vor ungefähr 500 Millionen Jahren entstanden sind. Wir schauen nach Organen, die das Immunsystem braucht, um Zellen zu produzieren und Zellen miteinander wechselwirken zu lassen. Wir können natürlich auch Funktionsweisen vergleichen. Wir können schauen, welche Zellen in welcher Art auf welche Infektion zum Beispiel reagieren. Wir können dann nach Molekülen schauen, die auf diesen Zellen vorhanden sind, die Erreger erkennen und dann die Zellen zur Reaktion bringen. Wir können in das Genom von Tieren hineinschauen. Also auf ganz verschiedenen Ebenen, vom Molekül bis zum Organismus. Die Herausforderungen, die sich dabei stellen, sind natürlich die, dass wir uns Spezies aussuchen müssen, die in besonderen Umgebungen leben, auf hohen Bergen oder in der Tiefsee, sodass wir also das ganze Spektrum, das die Evolution im Immunsystem abgebildet hat, untersuchen können. Bei Wirbeltieren und vor allem bei Säugetieren betrachten wir das Immunsystem als auf zwei Füßen stehend. Es gibt einen evolutionär sehr, sehr alten Fuß, der in immer gleicher Weise auf Wechselwirkungen mit Fremdsubstanzen reagiert. Und dann gibt es eben diese neue Erfindung bei den Wirbeltieren, die die Möglichkeit des immunologischen Gedächtnisses in das System eingeführt haben. Dass die Immunantwort ganz anders abläuft, viel schneller und viel effizienter. Und man hat bislang gedacht, dass das ein so unverzichtbarer Bestandteil des Immunsystems der Wirbeltiere ist, dass man das gar nicht mehr loswerden kann. Und wir haben jetzt in einer Gruppe von Tieren gefunden, die sich auszeichnen durch diese Verbindung von Männchen und Weibchen in lebenslanger Weise, dass die Organismen miteinander fusionieren, wie bei einer Organtransplantation, dass die das offensichtlich nur deshalb können, weil sie genau diese revolutionäre Neufunktion des Immunsystems komplett genetisch eliminiert haben. Und dieser Teil des Immunsystems ist der, der für uns zu einer sehr feinfühligen Unterscheidung von Selbst und Fremd führt. Und das war eine Entdeckung, die völlig unerwartet war, die also dazu führt, dass wir jetzt das Immunsystem noch einmal ganz neu betrachten müssen und die vor allem dazu führt, dass wir neu darüber nachdenken können, ob wir bei Patienten, die Fehlfunktionen in diesem erworbenen Arm des Immunsystems haben, dass das erworbene Immunsystem offensichtlich ersetzt werden kann durch eine Stimulation des angeborenen Immunsystems. Natürlich hofft man immer, dass die Ergebnisse, die man erzielt, irgendwann mal der Menschheit wirklich zugutekommen können. Für den Moment würde ich sagen, können wir zufrieden sein, wenn wir neue Erkenntnisse gewinnen und hoffen, dass in der Zukunft das auch einmal für den Menschen nützlich wird. Es gibt ja viele, viele Beispiele, dass die Grundlagenforschung ganz plötzlich relevant wird, auch wenn man das gar nicht vermutet hat. Ja, ich bin sehr froh über die Auszeichnung mit dem Heinrich-Wieland-Preis. Vor allem deshalb, weil sie meinen Mitarbeitern zeigt, dass die scheinbar obskuren Themen, an denen wir arbeiten, durchaus von der wissenschaftlichen Gemeinde wahrgenommen und ernst genommen werden. Die ganze Mannschaft freut sich und fühlt sich bestärkt, in diesem Sinne weiterzuarbeiten.